Genau, jetzt müssen wir einfach nur zu dem Marktplatz. Das heißt, eigentlich so wie ich auch hergekommen, also zu den Booten nur noch weiter. Ganz entspannt. Da hinten durch das Tor. Können wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Oh, hier ist es schön. Alles schön grün. Was auch immer das für ein alter Turm sein soll. Oh, kommt man hier überhaupt wieder raus? Oh, anscheinend nicht. Ich dachte, da wäre vielleicht noch ein Durchgang, aber gehen wir halt wieder zurück und außenrum. Dafür haben wir es jetzt wenigstens mal gesehen. Ach ja. In der Nähe des Asadi-Militärs halten die Leute immer noch die Köpfe unten. Sie befürchten wohl das Schlimmste. Kann ich verstehen. Die Asadi haben ja schon so einiges gemacht. Was nicht gut zu heißen ist. So, da ist der Marktplatz. Dann finden wir mal den Verräter. Das ist doch der richtige Marktplatz, oder? Es ist gut, dass die Straßen so leer sind. Das erleichtert mir meinen Auftrag. Nachts sind nicht viele Oder auch Leute nicht. unterwegs, auch wenn die Straßen sicher zu sein scheinen. Anscheinend ist hier nichts Auffälliges, außer mehr Rohre. Und dann war das der Marktplatz in der. Ja, okay. In der Altstadt. Das steht ja auch, glaube ich, in dem Auftrag, oder? Ja, okay. Da, wo wir Bip getroffen haben. Aber gut, jetzt habe ich wenigstens alles einmal überfliegen können. Achso, und hier ist der Hafen. Okay, da wurde auch nochmal gespeichert. Wie machen wir das jetzt mit dem Zerstören? Wir haben hier Feuer. Aber. Und die Waffenlieferung haben wir hier. In diesem Fass ist Schwarzpulver. Sie verwenden es für die Musketen und Kanonen. Es ist ein sehr wirksamer Sprengstoff und ein gutes Treibmittel. Hey, ihr da! Okay. Das ging sehr merkwürdig. Während er noch erklärt hat, ist der Typ zurückgekommen, hat mich gesehen. Er wird wahrscheinlich nicht von seiner Route abweichen. Eine Handvoll sollte genügen. So, und jetzt kriegen wir das angezündet. Oh, ja, mit dem Seil Das natürlich. ist ein robustes Seil, wahrscheinlich vollgesogen mit Salzwasser. Oh, dann müssen wir es auch noch trocknen. Glaube ich zumindest. Wir können es ja trotzdem mal probieren. Ein aufgerolltes Seil, das ich im Hafen mitgenommen habe. Es riecht nach Salz und ist von Meerwasser durchtränkt. So, und hiermit. Schwarzpulver. Es ist hochexplosiv und wird in Musketen und Los, Kanonen verwendet, verschwindet um von da! Kugeln abzuschießen. Er läuft halt einfach immer direkt auf mich zu. Das ist so ein bisschen doof. Haben wir trotzdem jetzt noch alle Sachen? Ja, okay. Das macht es einfacher. Ich weiß allerdings noch nicht so recht, wie man die Sachen trocknen kann. Bleibt er jetzt einfach da stehen oder? Das ist immer so uneindeutig. Oh. Mein Schleier hilft zwar, aber wenn ich ihm zu nahe komme, wird er garantiert etwas sehen. Ist hier noch irgendwas? Anscheinend nicht. Oder muss ich vielleicht das Seil hiermit ver... Oh ja, Gegenstand platzieren. Ups. Ja, okay, also wenn es wirklich mit Wasser vollgesogen ist, wie zur Hölle mache ich es dann trocken? Oh. Patrouillier du mal schön. So. Ich hoffe, das reicht so. War ja letztes Mal auch ziemlich nah dran. So, vielleicht reicht's ja. Gott, es lässt mich nicht so richtig arbeiten. Okay, anscheinend funktioniert das so nicht. Bis zu ihm. Ach so, was haben wir denn hier? Nichts.
Hä? Wir brauchen eigentlich noch mehr Seil. Was macht ihr hier? Ja, okay. Ich wollte nur gucken, was da passiert. Wie man sieht, nicht besonders viel. Was machen wir denn jetzt? Kommt der Typ jetzt eigentlich wieder, oder? Bin ich für einen Moment sicher. Was passiert, wenn ich das Schwarzpulver da platziere? Das sollte genug Schwarzpulver sein, um die Fässer zu entzünden und die ganze Lieferung in Stücke zu sprengen. Und jetzt? Wie zünde ich denn das Ding an? Oh, er kommt auf jeden Fall wieder. Mal sehen, ob er das mitbekommt. Müsste er ja eigentlich. Was macht ihr hier? Ich bin extrem weit weg und er sieht mich plötzlich trotzdem. Das ist so ein bisschen doof. Aber die Sachen sind immer noch da. Was auch ganz lustig ist. Das reicht aber nicht an Seil. Um es anzuzünden, bräuchte ich noch einiges mehr. Ich weiß nicht so recht, wie das gedacht ist. Ich hoffe einfach, dass ich hier in der Ecke warten kann. Ich muss aus seinem Blickfeld rausbleiben. Das müsste er eigentlich sehen, aber das interessiert ihn anscheinend nicht. Hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Hä? Was verstehe ich jetzt schon wieder nicht? Das ist ein robustes Seil. Wahrscheinlich vollgesogen mit Salzwasser. Ich kann es nur aufnehmen. Und kann auch dann nichts damit machen, oder wie? Das sollte genug Schwarzpulver sein, um die Fässer zu entzünden und die ganze Lieferung in Stücke zu sprengen. Das muss die Lieferung sein, von der Liga besprochen. Los, verschwindet von da! Die Kisten und Fässer sind alle mit dem Asadi-Siegel gekennzeichnet. Gut, dass man irgendwie nicht rausfliegt, weil ich... Was zur Hölle soll ich denn machen? Hier sind überall nur diese doofen Rohre. Solange ich ruhig bin, gleiten ihre Blicke an mir ab und ich bleibe unsichtbar für sie. Ein irradianischer Schleier kann äußerst effektiv sein. Seil. Ein Seil kann man immer brauchen. Absolut. Hier, wir können das ja mal kombinieren. Nee. Irgendwie kommen da auch immer Sprechblasen, aber ich weiß nicht so recht, was der Sinn von dem Zeug ist. Das sollte genug Schwarzpulver sein, um die Fässer zu entzünden und die ganze Lieferung in Stücke zu sprengen. Ich kann auch nichts anderes damit machen. Ja, jetzt bin ich mal wieder überfragt, weil das irgendwie alles keinen wirklichen Sinn für mich ergibt. Vielleicht übersehe ich wieder einfach irgendwo was. So wie auch schon mit dem Wein, weil wenn der irgendwo liegt, wenn ich das aber nicht sehe... Dann passiert nicht viel. Und ja, also ich würde die meine Idee wäre halt irgendwie das Zeug zu trocknen, das Seil, aber ich weiß nicht wie. Es gibt halt auch nirgendwo Hinweise. Und das Schießpulver konnte man damit ja auch nicht kombinieren. Außerdem habe ich es jetzt nicht mehr und ich kann es auch nicht mehr aufnehmen. Also, und er sagt halt hierzu nur, ja, das ist ein robustes Seil, ne? Wahrscheinlich vollgesogen mit Salzwasser. Waffen, falls Liko recht hat. Ich soll einen Weg finden, sie zu zerstören. Geräuschvoll. Tja, also, ich muss zugeben, wieder mal keine Ahnung zu haben, was zur Hölle ich machen soll. Hey! Ja, er sieht mich wieder, ist schon klar. Das ist doof, weil, geht's hier rauf? Nein, natürlich nicht. Dann würde ich mal sagen, gucke ich wieder nach, was für ein Blödsinn ich machen soll. Und wir sehen uns dann wieder. Bis gleich. Wer hätte es erwartet? Ich liege nicht falsch. Ich bin anscheinend nur nie genau genug.
Man sieht halt nicht von Weitem irgendwie, was interessant sein könnte. Man muss wirklich nah rangehen. Wir brauchen... Stahlnägel. Aus dem westlichen Asadi importiert, vermute ich. Damit werden die Röhren in der ganzen Stadt befestigt. So. Klar, irgendwie muss man das anziehen. Frisch aus der Stahlmühle. Dafür könnte ich Verwendung haben. Man könnte natürlich auch einfach das Seil anzünden, indem man Feuer nimmt. Aber, nee, nicht in diesem Spiel. So, und dann läuft man hier durch die Gegend. Und hier in der Kiste. Der Aufschrift zufolge sind in dieser Kiste Steinschlossteile. Ja, genau die man... Feuersteinteile für die Steinschlossmusketen. Was kann man damit machen, Schönes? Nein, so funktioniert's nicht. Okay, vielleicht bin ich auch zu blöd. Aber das reicht nicht, weil, wie ich ja bereits gesagt habe, so ein nasses Seil, das brennt nicht besonders gut. Also muss ich jetzt gucken. Ja genau, hier gibt's dann irgendwelche Fässer, die nicht wirklich eindeutig sind. Leviathanöl. Ich glaube, sie benutzen es als Schmiermittel für die Röhren und als Leuchtmittel in den Straßenlaternen. Also die Rätsel sind ein bisschen unerdeutig. Leviathanöl. Genau. Wegen dieser kostbaren Flüssigkeit werden die riesigen Bestien gejagt. Man verwendet es als Leucht- und Schmiermittel. Okay, er ist da. Holen wir uns das Seil wieder. Man muss das Seil auch nicht trocknen, man muss es einfach nur in Öl stecken. Gut. So ein ähnliches Rätsel hatten wir ja schon mal mit dem Öl. Aber es ist alles sehr, naja, fragwürdig, finde ich persönlich. Das Seil ist mit Öl getränkt. Jetzt sollte es als Lunte benutzt werden können. Super. So, und jetzt, wenn wir hier durchkommen, ist der bestimmt schon wieder hier. Nee, noch nicht. Gut, dann gebe ich Gas. Schaffen wir das vielleicht auch noch? Ich verstehe immer noch nicht, wieso das nicht geht. Vielleicht bin ich auch zu doof für das. Weil, also ich würde jetzt... Hä? Oh. Okay, man muss es da drauflegen, anstatt zu kombinieren im Inventar. Hey, und ich werde wieder entdeckt. Da. Wunderschön. Ich weiß nicht, also... Gameplay-mäßig ist das Spiel echt ein bisschen mau. Also zumindest was diese Rätsel angeht, weil sie einfach so absolut gegen den Sinn sind. Ich meine, warum muss ich den Nagel da reinmachen? Warum kann ich das nicht kombinieren? Und dann habe ich Flint und da Stahl. So, jetzt würde ich einfach wegrennen. Und ja. Aber na gut. Wenigstens bin ich nicht der Erste, der dieses Problem hat, denn in dem Moment, wo ich es gegoogelt habe, war ich bei Weitem nicht, also war es bei Weitem nicht nur ein Ergebnis. Also, anscheinend bin ich nicht unbedingt der Einzige, der die Rätsel in diesem Spiel nicht so wirklich versteht. Na gut, vielleicht kommt das Wissen noch. Ich merke mir jetzt einfach, dass man wirklich ein bisschen genauer guckt, wonach man unter Umständen sucht. Gut, ich hab, meine Idee war halt, das Seil zu trocknen, weil ein Seil brennt ja, wenn es trocken ist, aber es hätte wahrscheinlich nicht gut genug gebrannt. Und ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Na gut.